Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Bitte, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Videos ich auf YouTube hochgeladen habe. Aber ich kann euch sagen, das hier ist quasi so. Also ich mache jetzt das Video für meinen YouTube-Kanal. Dafür muss ich mich auch nochmal gleich entschuldigen. Ist 2 Jahre alt geworden. Am 7. April, heute haben wir den 12. Ich habe das so verpennt, Alter. Ich dachte wirklich erst, das wäre später im April. Nicht gleich. Naja, wie gesagt, mein YouTube-Kanal ist 2 Jahre alt und dafür will ich mich einfach nochmal kurz bedanken. Dass wir gewachsen sind in dem letzten Jahr. Ich habe ja auch das ein Jahr Special gemacht. Und ja. Wir wachsen immer mehr und ich habe auch schon beim Ein-Jahres-Special gesagt, dass es mir egal ist, wie viele Leute abonnieren, wie viele zuschauen. Ich mache eigentlich YouTube nur, weil ich da ein bisschen Spaß haben will, weil es mir sonst ein bisschen langweilig ist, ne? So sieht's aus. Und es tut mir wirklich leid, ich kann nicht so viel reden, ich habe richtig Halsschmerzen. Und ja, bis jetzt habe ich keine schönen Osterferien, weil ich so Halsschmerzen habe. Also so ist nicht angenehm, kann ich sagen. Verdammt, okay. Na, ich will ja nichts spoilern und ich will ja auch keine Schleichwerbung, aber die hier helfen mir. Ich will die Marke nicht zeigen. Diese Zitronen-Lutschtabletten, die helfen mir sehr, sehr gut, tatsächlich. Naja. Mein YouTube-Kanal wird 2 Jahre. Warum zeige ich irgendwelche Scheiß-Hustenbonbons in die Kamera? Ist egal. Ja, natürlich, es hat wieder nicht alles so gut geklappt, wie ich es mir zum Beispiel vorgestellt habe. Und als Entschuldigung, weil das Video so spät kommt, da wollte ich nochmal sagen, darum kommen heute 3 Videos, das 2-Jahres-Special, was verspätet kommt. Super Faro, ganz ehrlich. Beim 3-Jahres-Special will ich darauf achten. Unbedingt. Und es ist heute ein Video gekommen, und zwar der 16. Part, glaube ich, von dem Let's Play Uncharted 3. Es geht doch natürlich weiter, was denkt ihr? Dann kommt das hier. Und dann wird noch ein Versuch, nicht zu lachen, kommen. Weil so als Entschuldigung, das habe ich auch noch. Gestern habe ich das zusammengeschnitten, genau. Ja. Und das ist es. Mein YouTube-Kanal wird 2 Jahre alt, aber hier hört es ja noch nicht auf. 3 Jahre sind drin, 4, 5. 5 wäre vielleicht ein bisschen krass. Vielleicht nicht 5. Wenn wir die Videos ausgehen. Oder wenn es kein Fortnite gibt, oder? Für Fortnite! Aber nee, wenn es kein Fortnite gibt, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Weil dieser Kanal basiert ja auf Fortnite. Und egal wie scheiße Fortnite ist. Fuck, Alter, ich sehe gerade, meine PlayStation hat einen Riss. Was ist denn das denn? Ist egal. Naja, egal wie scheiße Fortnite wird, ich spiele es eigentlich immer. Weil ich halt Videos machen muss. So, Real Season ist eigentlich ganz geil, aber ich spiele gar nicht oft. Es geht aber auch nicht um Fortnite, so. Ich meine, GTA, es gibt alle möglichen Spiele. Ich lasse mir was einfallen, okay? Naja, gut, ich wollte das Video vielleicht 2 Minuten machen. Ich will jetzt nicht so sehr reden, weil ich auch gar nicht wissen soll, was ich sagen soll, weil 2 Jahre, gut, stabil. Ein Jahr ist halt irgendwie so krasser, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder 3 Jahre. Oder 10, das ist halt so eine runde Zahl, wisst ihr? Naja, das irritiert mich wirklich, Digga, was ist bei meiner PlayStation hier passiert? Gibt's doch wohl nicht. Naja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr schon, also an die Leute, die schon fast 2 Jahre oder 2 Jahre dabei sind. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr mich supportet. Und das Video ist schon 4 Minuten, obwohl ich nur 2 haben wollte. Naja. Gut. Es hat nicht alles gut geklappt, ne? Und die Leute wollen noch viel, viel mehr Real-Life-Projekte sehen. Was ich sehr, sehr wenig mache. Ich hätte richtig Lust auch, muss ich sagen. Aber bei den Cooler Mentos ein Beispiel. Da ist gefühlt alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Erstmal haben wir keinen guten Platz gefunden. Zweitens hatten wir zu wenig Geld dabei. Also mussten wir das alles aufteilen. Ich musste sogar nochmal nach Hause, um noch mehr zu holen. Drittens, es war laut dort, wo wir aufgenommen haben, weil wir auch keinen anderen Platz gefunden haben. Man kann ja nicht einfach auf der Straße filmen. Und viertens, das Wichtigste ist ja, es hat nicht geklappt.
Keine einzige Menschenreaktion. Da war so eine ganz, ganz kleine Fontäne war da. Na egal, das war's. Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Das war mein 2-Jahres-Special und freut euch auf jeden Fall heute noch auf das Versuche nicht zu lachen 7.0. Und ja, wir werden sehen. Gut, Leute, dann war's es hier mit dem Video. Ja, das war's, Leute. Warum seid ihr eigentlich noch hier? Nee. Ist egal, Leute, dann war's es hier mit dem Video. Bis dann. Ciao.